Das ist bemerkenswert, finde ich. Ich finde, dass Roberto, so wie in Paderborn, heute auch wieder ein ganz wichtiges Tor vorbereitet hat, indem er sehr aggressiv immer halt nach vorne verteidigt hat und einen super Ballgewinn hatte. Ich weiß nicht, glaube ich, das vierte Tor. In Paderborn ist es das zweite Tor, was er vorbereitet. Und darüber hinaus eben halt, ist er in der Lage, defensiv sehr stabil zu agieren. Ist sehr robust im Zweikampf und ich glaube einfach, dass man sieht, dass auch ein Spieler, der Erfahrung hat, der schon ein bisschen was erlebt hat, auch sich immer noch weiterentwickeln kann. Und ich sehe das bei Roberto so, dass er mehrmals so mit dieser Art, wie unsere Außenverteidiger agieren, ihm das auf den Leib geschneidert ist. Sicherlich dadurch in Situationen kommt, wo er sehr weit weg vom Tor mit Spielintelligenz und sehr großer Intensität und Dynamik in die Zweikämpfe geht und dann viele auch gewinnt und hat das zweite Tor auch vorbereitet, habe ich fast vergessen, wo er sich super einschaltet. Also bemerkenswert, spielt auf total hohem Niveau, sehr konstant. Ich weiß nicht, ob es einen besseren deutschen rechten Außenverteidiger gibt im Moment.